A1.0. Pia möchte einen Flugdrachen bauen. Dazu erstellt sie nebenstehende Skizze eines Drachenvierecks ABCD mit der Symmetrieachse AC und dem Diagonalschnittpunkt M. Es gilt AB sind 95, AC 150 und BC 75 cm. Runden Sie im Folgenden auf Ganze. A1.1. Zeigen Sie rechnerisch, dass für das Maß des Winkels ACB gilt. ACB sind 32 Grad. Eine wichtige Sache gibt schon mal vorneweg. Wir müssen auf Ganze runden. So, Aufgabe ist es also, man soll das Maß des Winkels ACB berechnen. Zeichnen wir mal einfach oben die Skizze ein, das ist dieser Winkel hier. Dieser Winkel liegt im Dreieck ABC, also gucken wir einfach mal nach, was haben wir so alles gegeben. Und aus der Aufgabe kennen wir, AB sind 95 cm, dann AC sind 150 cm, das ist diese Strecke, und BC sind 75 cm. Wenn ich jetzt diesen Winkel rausfinden will, sehe ich, der liegt im Dreieck ABC drin. Von diesem Dreieck kenne ich ja möglichst viel, also gucke ja, ob ich das verwenden kann. Erste Überlegung, ist dieses Dreieck rechtwinklig, ja oder nein? Wir sehen eigentlich auf sofort, es muss nicht rechtwinklig sein, es könnte sein, aber wir wissen es nicht. Sofern wir das nicht fest wissen, gilt also, dass nur noch zwei Sätze funktionieren, nämlich der Sinussatz und der Cosinussatz. Ja, die anderen Sätze brauchen ein rechtwinkliges Dreieck. So, welchen davon brauchen wir? Sinussatz braucht zwei Seiten und zwei Winkel. Da wir nur einen Winkel gegeben haben und der andere unbekannt ist und der zweite sowieso nicht bekannt ist, funktioniert der also wohl nicht. Also brauchen wir den Cosinussatz. Der arbeitet mit drei Seiten und einem Winkel und genau das ist hier die Voraussetzung. Beim Cosinussatz beginnen wir immer mit der Seite, die gegenüber des gesuchten oder des gegebenen Winkels ist. Wäre also in diesem Fall die Strecke AB, weil die liegt dem gesuchten Winkel gegenüber. Also heißt der Cosinussatz AB, also die Strecke AB zum Quadrat, ist gleich. Jetzt die beiden anderen Strecken, das sind AC zum Quadrat plus BC zum Quadrat minus 2 mal AC mal BC mal Cosinus des Winkels, also Winkel ACB. So, das wäre jetzt auch schon der Cosinussatz. Jetzt müssen wir nur noch einsetzen, weil wir kennen ja im Prinzip alle Größen. AB ist bekannt mit 95, also fangen wir an. 95 Quadrat ist gleich AC sind 150, BC waren 75, also 150 Quadrat plus 75 Quadrat minus 2 mal 150 mal 75 mal Cosinus des gesuchten Winkels. ACB. Diesen Cosinussatz kann man, wenn man einen geeigneten Taschenrechner hat, einem Solver lösen lassen. Ansonsten muss man noch ein bisschen umformen. Und zwar müssen wir nach Winkel ACB auflösen. Das mache ich jetzt gleich in einem Schritt. Also ACB ist gleich. So, jetzt kann man sich ein bisschen überlegen, wie forme ich das alles um, damit nur noch ACB übrig bleibt. Ja, als Anfang kommt mal der Teil auf die andere Seite rüber. Also 95 Quadrat minus 150 Quadrat minus 75 Quadrat. Dieser Teil hier ist mit einem Mal angeschlossen, deswegen müssen wir durch den teilen. Also geteilt durch minus 2 mal 150 mal 75. So, jetzt habe ich hier einen Cosinus vorneweg stehen. Da gibt es auch die Umkehrfunktion zum Cosinus, also Cosinus hoch minus 1. Muss ich ein bisschen noch verschieben. So, so kann ich das auch eigentlich in die normalen Taschenrechner eingeben, die in der Realschule benutzt werden. Dann tippe ich das ein, drücke auf Enter und dann, wie gesagt, darauf aufpassen, auf ganze Zahlen runden und da kommen hier 32 Grad raus.